Linzer Würzburg in Lenkenberg. Ich bin im zweiten Ausbildungsjahr und heute koche ich für euch Kartoffelsalatklöße in Weinschaumsoße. Dazu brauchen wir folgende Zutaten: Stärke, Eier, Zitrone, Vanillezucker, Zimtzucker, Zucker, Paniermehl, Eier und Butterschmalz und Brötchen und Weißwein. Zuerst bereiten wir Kartoffelsalatklöße zu. Dazu reibe ich die Brötchen. Die Brötchen sollten ein Tag alt sein, also nicht mehr die frischsten nehmen, damit sie sich gut reiben lassen, weil sonst sind sie zu weich. Das abgeriebene Brötchen lege ich beiseite und den Abrieb tue ich der Panade hinzufügen. Als nächsten Schritt geben wir einen halben Liter Milch in eine Schüssel und Zucker und Vanillezucker hinzu. Dazu kommen zwei Eier. Eine unbehandelte Zitrone, also der Abrieb. Die Zitronenschale geben wir dazu, dass der fruchtige Geschmack der Zitrone der Milch dazu kommt. Danach weichen wir das abgeriebene Brötchen in die Milch ein. Bis es weich wird. Als erstes tun wir die Panade von dem Teller ein bisschen verteilen. So. Und dann drücken wir das Brötchen aus, wenn es aufgeweicht ist, ungefähr 1 bis 2 Minuten drin lassen und zu einer Nocke formen. Und jetzt panieren wir das rundum schön. Dass alles voller Vernehmen ist. Für die Weinschaumsoße benötigen wir 3 Eier. Da trennen wir Eiweiß von Eigelb. Wir benutzen nur das Eigelb, weil das ganze Ei zu viel Bindung geben würde und die Farbe schöner ist, wenn nur das Eigelb drin ist. Ich nehme die von vorhin abgeriebene Zitrone und presse den Saft aus. Das gebe ich jetzt zu meinem Eigelb dazu, dass es einen fruchtig-säuerlichen Geschmack hat. Jetzt gebe ich den Zucker dazu und ungefähr 1/4 Liter Weißwein. Jetzt verrühre ich das und dann gebe ich noch etwas Stärke dazu, dass das noch ein bisschen besser bindet. Jetzt schlagen wir das Ganze auf ein Wasserbad auf, weil es sonst nicht über 100 Grad ist. Wir schlagen das auf, dass es schaumig und luftig wird. So muss die Konsistenz sein, dass es schön schreibfähig ist. Um den Kartoffelsalatklöß anzubraten, muss man ein bisschen Butterschmalz in eine heiße Pfanne geben. Wir verwenden Butterschmalz für den Geschmack. Jetzt lassen wir das gut goldbraun anbraten. Von allen Seiten goldbraun anbraten und dann kann man das Gericht schon anrichten. Nach dem Anbraten wälzen wir den noch in ein bisschen Zimtzucker. Zuerst geben wir ein bisschen Weinschaumsoße auf den Teller. Darauf richten wir den Kartoffelsalatklöß an. Einer meiner Lieblingsnachspeisen ist Kartoffelsalatklöß mit Weinschaumsoße. Viel Spaß beim Nachkochen und guten Appetit! Damit die Herzogin-Kartoffeln eine schöne Farbe bekommen, bestreiche ich sie noch mit etwas Eigelb. Dann glänzen sie später schön und werden schön goldbraun. Jetzt schiebe ich die Herzogin-Kartoffeln im Ofen bei 200 Grad ca. 8 bis 10 Minuten.